Nachdem wir nun erfolgreich unsere Entitäten angelegt haben, möchten wir damit fortfahren, ein neues Projekt zu erstellen. Dafür navigieren wir über unsere Sidebar in den Bereich Projects. Bei der Projektübersicht beginnen wir nun damit, ein neues Projekt anzulegen und selektieren dafür einen neuen Namen, nämlich Showcase. Wir bestätigen unsere Änderung und sehen, dass dafür ein neues Projekt angelegt wurde mit einer leeren Page. Auf dieser Page fügen wir nun im nächsten Schritt ein neues Layout hinzu, welches aus einem Header-Container und zwei Body-Containern besteht. Wir selektieren den Header-Container, begeben uns über unsere Function-Bar in den Bereich Components, fügen ein neues Label hinzu, was in diesem Fall den Titel repräsentiert. Wenn wir dieses Label selektieren, öffnet sich die sogenannte Property Bar 1. Die Property Bar 1 bietet eine kurze und knappe Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften einer Komponente, die wir verändern können. In diesem Fall verändern wir die Größe des Labels und editieren die Texteigenschaften, also machen den Text bold, verändern die Textgröße und über den Doppelklick auf das Label verändern wir nun auch noch den Textinhalt des Labels und bestätigen wir nach erfolgreicher Eingabe das Ganze mit Enter. Jetzt selektieren wir den Container und navigieren in unsere Property Bar 3. Diese bietet eine komplette Detailübersicht über alle Eigenschaften der Konfiguration einer Komponente, erweitert also die Property Bar 1 und bietet die Möglichkeit für den Nutzer, nahezu alle Eigenschaften einer Komponente zu manipulieren. Wir sagen in dem Fall, dass der Container sich an die Größe des Labels anpasst. Nun selektieren wir die Body-Container und fügen jeweils eine Tabelle hinzu. Die linke Tabelle verbinden wir nun per Klick mit unserer Entity Departments und wählen dafür alle Spalten aus, die wir einlesen möchten. Wir bestätigen unsere Änderungen und sehen nun, dass die Spalten erfolgreich dargestellt werden. Jetzt möchten wir noch, dass die Spalte ID nicht visuell dargestellt wird und blenden sie per Deselektion in diesem Fall aus. Jetzt navigieren wir in die Property Bar 3 und verändern weitere Eigenschaften der Tabelle. Im ersten Schritt blenden wir den Table Header aus und möchten diesen nicht mehr darstellen. Darüber hinaus blenden wir weiter die Utils Column aus, da wir nicht möchten, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, Datensätze in dieser Tabelle zu löschen oder zu verändern. Nun machen wir die Tabelle noch kleiner und wiederholen den ganzen Prozess jetzt für die rechte Tabelle und verbinden diese mit Employees. Nachdem wir nun erfolgreich die Konfiguration unserer Tabellen verändert haben, selektieren wir im nächsten Schritt unsere Page und möchten das Theming dieser verändern. Dafür weisen wir der Page ein sogenanntes Core-Theme zu, welches im Vorfeld bereits vorbereitet wurde. Das Core-Theme verändert die Darstellungsweise unserer Applikation visuell grundlegend. Jetzt möchten wir im nächsten Schritt noch dafür sorgen, dass bei Selektion der linken Tabelle die rechte Tabelle gefiltert wird. Dafür begeben wir uns in den Bereich Links in unserer Property Bar 3 und erstellen einen sogenannten Source Link, also eine Verbindung von der linken Tabelle auf die rechte Tabelle. Dafür selektieren wir entsprechend die linke Tabelle mit der ID 8 und sagen, dass bei dem Event Select Row ein Filterungsprozess durchgeführt werden soll anhand der IDs. Wir kreieren nun einen Template-Filter und sagen, dass wenn die Department-ID eines Mitarbeiters mit der ID des Departments übereinstimmt, dass diese angezeigt werden soll, also entsprechend die rechte Tabelle anhand der Departments gefiltert wird.